Der Artikel einer japanischen Zeitung vom Februar 1979 berichtet, dass von den 18 Millionen Büchern der Congressional Library, der größten Büchersammlung der USA, ein Drittel so stark beschädigt ist, dass sie nicht mehr verliehen werden können. Die gleiche Situation finden wir in den Bibliotheken Frankreichs, Englands und anderer Länder. Die meisten dieser Bücher wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts gedruckt. In dieser Zeit wurde die Verwendung von Holz für die Papierproduktion populär und das Papier maschinell hergestellt. Andererseits wird das älteste in Japan hergestellte Papier auf das zweite Jahr Taiho, dem Jahr 702, datiert. Aus den Gebieten Mino, Jikusen und Busen kommend, wurde es zu Registrierungszwecken verwendet. Dieses Papier ist noch immer unzerstört. Es wird im Shoso-im, Imperial Treasure Storehouse in Nara aufbewahrt, ein Gebäude, das bereits 752 als Lagerhaus des Todaichi-Tempels erbaut wurde. Hier werden viele Dokumente aus Washi-Papier aufbewahrt, die älter als 1000 Jahre alt sind, und es erstaunt, wie gut erhalten sie uns präsentiert werden können. Eine Reise in die Welt von Washi. Zu den Papiermacherdörfern in den Berglandschaften Japans ist eine Reise in ein altes, fernöstliches Handwerk, ist ein Abenteuer. Was ist Washi? Worin liegt das Geheimnis von Washi verborgen? Washi ist das traditionelle, handgefertigte Papier Japans. Es unterscheidet sich von unserem westlichen Papier durch seine Stärke, seinem Glanz, der natürlichen Farbe, seiner langen Lebensdauer und durch geringes Gewicht. Zum einen liegt das an den verwendeten Rohmaterialien und Werkzeugen, zum anderen daran, dass die einzelnen Schritte zur Vorbereitung und während der Herstellung des Papiers von Hand ausgeführt werden. Von der Ernte der Pflanzen bis zum Trocknen des fertigen Papiers wird jeder Handgriff vom Papiermacher selbst bestimmt, der dem Papier seinen ganz persönlichen Charakter verleiht. Selbst wenn gleiche Rohmaterialien wie Koso- oder Mitsumata-Fasern verwendet werden, ist der individuelle Ausdruck des Papiers ebenso abhängig vom Ort des Wachstums der Pflanze, von der Qualität der Bergflüsse und vom Sensei, dem Meister der Papiermacherkunst. Wenn einst angenommen wurde, dass die zum Handschöpfen verwendeten Koso-Fasern nicht maschinell zu verarbeiten sind, so ist dies heute möglich geworden. Für den flüchtigen Betrachter mag es auf den ersten Blick keinen Unterschied zwischen maschinell hergestellten Koso und dem handgeschöpften Washi-Papier geben. Beim Berühren jedoch spürt man eine Weichheit und Wärme, die man nicht in Worten ausdrücken kann. Es ist ein Gefühl, welches das Herz berührt, ein Gefühl, das die Hingebung des Papiermachers für jedes einzelne Blatt wiedergibt. Ein japanisches Sprichwort sagt: Washi ist geboren aus Bewegung und Ruhe. Ein Blatt Papier birgt eine unermesslich menschliche Kraft und Stärke. Die Kunst des Papierschöpfens kam im 6. Jahrhundert aus China über Korea nach Japan. Die ursprünglich verwendeten Rohmaterialien bestanden vor allem aus Hanf- und Reisfasern, aber auch aus Lumpen und Resten alter Fischernetze, die in den Bergflüssen ausgedient hatten. Reisstroh wird heute in der japanischen Papierherstellung nur noch ausnahmsweise als Füllstoff verwendet. Die japanischen Papiermacher fertigen ihr Papier aus dem Rindenbast des Maulbeerstrauches, aus den Fasern der Koso, Mitsumata oder der Gamphi-Pflanze. Obwohl diese Sträucher in Japan gut wachsen, werden die Rohmaterialien heute oft auch importiert. Man sieht kaum noch Papiermacher, die ihre gebündelten Äste selbst zu Tale tragen, um sie dort im Wasser einzuweichen. Es ist billiger, Material aus anderen asiatischen Ländern zu beziehen. Aus Thailand beispielsweise lässt man Koso-Pflanzen einfliegen, die ländlichen Philippinen liefern Gampi und aus Manila wird Hanf eingekauft. Die Ernte der Pflanzen ist bei allen drei Hauptfasern Koso, Mitsumata und Gampi gleich. Die Zweige werden im Spätherbst in 1 Meter lange Stücke geschnitten, gebündelt und getrocknet.
Zur Weiterverarbeitung werden die Bündel 2 bis 3 Stunden in einen rostfreien Behälter in Wasserdampf gelegt. Das erleichtert die Erfernung des Rindenbastes. Die äußere dunkle Schicht, die Kuru-Cover, und die folgende grüne Schicht, die Nase-Cover, werden mit einem Messer abgeschabt. Nur die verbleibenden hellen Faserstränge, die Shiro-Cover, werden zur späteren Herstellung des Papierbreis wiederum zum Trocknen in Bündeln aufgehängt und danach gelagert. Eine mehrjährige Lagerzeit ist möglich, aber nicht notwendig. Für die Herstellung von 5 Kilogramm Papier werden ca. 100 Kilogramm Rohmaterial verarbeitet. Ursprünglich wurden die Rindenbastbündel, die Shirakawa, zum Bach getragen und etwa 2 Tage lang in Wasser gelegt. Dazu wurden kleine Dämme gebaut, damit das Material nicht fortschwemmte. Dieses Bild sieht man nur noch selten. Heute legt man die Bündel meistens in der Papiermühle in ein riesiges Wasserbecken oder im Winter einfach in den Schnee. Die Fasern werden dadurch aufgeweicht und zugleich von der Sonne gebleicht. Auf einem offenen Holzfeuer werden sie anschließend im Koshiki, einem 1 Meter durchmessenden Kupferkessel, etwa 2 bis 4 Stunden in Wasser gekocht. Unter Zugabe von Holzaschenlauge wird der Prozess des Aufweichens der Fasern beschleunigt. Leider wird heute oft Erznatrum anstelle der Holzaschenlauge verwendet. Das bewirkt, dass das Papier später einen säurehaltigen statt eines neutralen pH-Wertes aufweist, was die Lebensdauer des Papiers erheblich verkürzt. Für Restaurierungszwecke, für die Japanpapier eine große Rolle spielt, ist säurehaltiges Papier ungeeignet. Die Fasern werden nun gut ausgewaschen, der Säuregrad gemessen, die letzten Verunreinigungen und Rindenbastrückstände entfernt. Die besondere Reinheit, die das Japanpapier auszeichnet, liegt in der aufwendigen Auslese der Rückstände im Papierbrei, die zweimalig aussortiert werden. Hier bereitet der Sensei die Fasern zur Trockenauslese vor. Deutlich zu sehen sind die noch starken Verunreinigungen in Form der dunklen Rindenbastrückstände. Zur Nassauslese liegen die Fasern lose in einem Bambuskorb, der im fließenden Wasser steht. Diese Arbeit wurde traditionell von den Frauen der Senseis vorgenommen. Nicht selten geben angestellte Frauen heute diese Arbeit schnell wieder auf. Sie ist mühsam und erfordert ein gutes Auge. Die Hände bewegen sich oft stundenlang in kaltem Wasser. Der Rücken ist gebeugt. Alle Rückstände des äußeren Rindenbastes müssen beseitigt werden. Der Grund liegt in der chemischen Zusammensetzung von Pflanzenfasern, die hauptsächlich aus Zellulose und Lignin bestehen. Wird ein Faserbrei für die Papierherstellung angesetzt, ist das wasserunlösliche Lignin eine gefährliche Komponente für die Qualität des Papiers. Tritt es mit Licht oder Sauerstoff in Verbindung, verursacht Lignin eine Gelbfärbung des Papiers. Koso, Mitsumata und Gampi-Fasern sind daher besonders für die Herstellung von Papier geeignet, da die innere Rinde dieser Sträucher wenig Lignin aufweist. Das Zerkleinern der Fasern kann nach 2 unterschiedlichen Methoden erfolgen. Die Fasern werden von Hand mit einem hölzernen Hammer 40 bis 90 Minuten geschlagen oder bei größeren Mengen 30 bis 60 Minuten mechanisch gestampft. In größeren Manufakturen werden die Fasern zur gleichmäßigen Trennung in den Behälter in der Naginata-Maschine gegeben und mit Wasser stark verdünnt. Diese Maschine besteht aus einem großen kanalförmigen Becken aus Stein oder rostfreiem Stahl. In der Kanalmitte ist in Längsrichtung eine Trennwand angebracht. An einer querliegenden Achse sind sensenförmige Klingen befestigt, die im Uhrzeigersinn ca. 300 Umdrehungen pro Minute rotieren. Die Fasern zirkulieren reihum und werden dabei zerquetscht. Sie werden nicht gemahlen, wie im sogenannten Holländer, der in der westlichen Papierherstellung verwendet wird. Der Holzbrei für das maschinell hergestellte Papier der westlichen Länder, dem sogenannten Western Style Paper,
wurde aus pulverisierter Unterholzmasse gewonnen, indem das Holz gegen einen sich drehenden Schleifstein gepresst wurde. Damit blieb jedoch das gesamte Lignin in dem Holzbrei erhalten. Außerdem wurde mit der Pulverisierung der Grad der Polymerisation und damit die Länge der Pflanzenfasern stark verringert. Je höher aber der Grad der Polymerisation, das heißt der Moleküllänge der Pflanzenfasern, desto fester und haltbarer wird später das Papier. Die zerkleinerten Fasern werden jetzt in eine mit Wasser gefüllte hölzerne Bütte gegeben. Auf 2 Handvoll ausgedrückte Fasern kommen ungefähr 100 Liter Wasser. Den suspendierten Fasern wird der Blattbildungszusatz Neri beigefügt. Neri ist der Schlüssel zur japanischen Papierherstellung. Die schleimartige Substanz bewirkt ein gleichmäßiges Ablaufen des Wassers während des Schöpfens, eine gute gegenseitige Haftung der Papierfasern und verhindert ihre Verknotung. Außerdem verhindert es das Absinken der Fasern während des Arbeitsprozesses und verlängert damit die Schwimmfähigkeit der Fasern in der Bütte. Durch mehrmaliges Eintauchen des Schöpfsiebes kann somit ein mehrschichtiges, starkes Papier geschöpft werden, ohne dass die vorher entstandene Faserschicht beim Wiedereintauchen weggespült wird. Die Fasern verbinden sich durch den Schöpf- und Pressvorgang und bilden am Schluss einen kompakten Papierbogen. Die Viskosität von Neri, seine Zähflüssigkeit, hält nicht auf Dauer. Besonders im Sommer verursacht starke Hitze das Aufbrechen seiner Molekülketten, da auch Neri, wie die Zellulose, ein Polysaccharid ist. Bei hohen Temperaturen verflüssigt es sehr schnell. Das ist der Hauptgrund dafür, dass die Papierherstellung meist in die Wintermonate gelegt wird. In den Sommermonaten bestellen die Papiermacher ihre Reisfelder. Neri wird aus den Wurzeln der Tororo Aoi-Pflanze oder aus den weichen Markteilen des Nori Otsugi-Baumes gewonnen. Die Wurzeln oder das Mark werden mit dem Hammer zerklopft und mehrere Stunden in Wasser eingeweicht. Durch das Ausscheiden eines Sekrets wird das Wasser dickflüssig und schleimig, aber nicht klebrig. Es wird abgenommen, das heißt durch ein feines Sieb gepresst, wenn es zäh ist wie das Geschwätz eines Weibes, erklärt ein japanisches Sprichwort. Heute wird oft ein synthetisch hergestelltes Neri verwendet, was zur Folge hat, dass sich Glanz, Griff und Transparenz des Papiers spürbar verändern. Nachdem der Faserbrei mit Neri versetzt wurde, wird das Soketa vorbereitet. Das Soketa, das japanische Schöpfsieb, besteht aus dem Su, einem Sieb aus feinsten Bambusstäbchen, und dem Keta, einem Holzrahmen, der je über bzw. unter dem Su liegt. Möchte ein Papiermacher in Japan Sensei, das heißt Meister, werden, sind eine lange Lehrzeit und Kontinuität unentbehrlich. Es dauert Jahrzehnte, bis ihm Ruhm und Ehre eines Senseis zuerkannt werden. Sie sind nicht nur von seinem handwerklichen Können abhängig, eine wesentliche Rolle in der Herstellung von Qualitätspapier spielen die Werkzeuge. Davon ist das Soketa das Wichtigste für einen erfolgreichen Nagashizuki-Prozess, den Schöpfvorgang für das Japan-Papier. Die Herstellung des Su sowie des Keta wird vom Meister selbst vorgenommen und erfordert viel Geschick und Geduld. Das Soketa ist ein kostspieliger, wenngleich auch absolut notwendiger Gegenstand, der sehr empfindlich ist. Reparaturen am Su sind dann auch oft unerlässlich. Gebrochene Bambusstäbchen werden durch neue ersetzt und mühsam eingeknotet. Ein täglich verwendetes Sieb hat eine Lebensdauer von 2 bis 5 Jahren, je nach Sorgfalt, mit der es behandelt wird. Während bei uns das Schöpfsieb nur einmal eingetaucht wird, um den Papierbrei aufzunehmen, wird dieser Vorgang in der heutigen japanischen Nagashizuki-Technik 2 oder mehrere Male wiederholt, je nach Art des gewünschten Papiers. Die Tamezuki-Technik, wie das einmalige Eintauchen des Soketa in das Wasser genannt wird, wurde in Japan bereits während der Heian-Periode vor über 1000 Jahren angewendet. Damals war der Zusatz Neri noch unbekannt. In der Nagashizuki-Technik sind die jeweiligen Bewegungen besonders wichtig,
damit die Papierfasern kreuzweise übereinander zu liegen kommen. Die Papiermasse wird zweimal auf dem Sieb von hinten nach vorne bewegt, wobei das Wasser abfließt. Die verbleibende Flüssigkeit wird auf der hinteren Siebseite durch eine ruckartige Bewegung abgeworfen. Danach wird das Sieb erneut eingetaucht und nun von links nach rechts bewegt, die restliche Flüssigkeit wieder abgeworfen. Der ganze Vorgang wird mindestens einmal wiederholt. Nun wird der Deckel aufgeklappt, das Sou abgehoben und der geschöpfte Papierbogen auf das Shito-Dai, dem Brett für den nassen Papierstapel, abgelegt. Die einzelnen Bogen werden ohne Zwischenlagen direkt aufeinander gegautscht. Die gesamte Tagesproduktion wird auf dem gleichen Stapel, auf dem Shito, abgelegt. Dieser kann über Nacht stehen gelassen werden, um am nächsten Tag weitere Papierbogen aufzunehmen, ohne dass die Papiere miteinander verkleben. Auf der Längsseite wird zwischen jedes Blatt ein Faden oder ein Grashalm eingelegt, um die Papiere später leichter trennen zu können. Entscheidet sich der Sensei für die Herstellung farbiger Papierbogen, kann er dem Faserbrei Farbstoffe zufügen. Eine andere Form des Einfärbens ist das Aufstreichen der Farbe auf den nassen Bogen nach dem Schöpfen, was ein Verschwimmen der Farbgrenzen erzeugt und elegante Papiere entstehen lässt. Ebenso kann Farbe aufgesprüht oder das Papier in drei oder Vierecke gefaltet und dann in Farbe eingetaucht werden, was verschiedenartige Muster ergibt. Diese Papiere werden Orizome genannt. Der Sohn des Senseis bereitet gerade die Herstellung des Sukinagashishi vor. Man sieht hier, wie stark die Technik auch bei traditionellen Handwerken Einzug gehalten hat, um immer effektiver arbeiten zu können. Der Faserbrei zweier Bütten wird gleichzeitig motorbetrieben gemischt. Das Sukinagashishi gehört zu den Soshokushi, den dekorativen Papieren. Verschiedenfarbige Papierfasern werden nach dem ersten Eintauchen in das Wasser auf den Papierbogen aufgespritzt oder gegossen. Das zweite Eintauchen fixiert die Faserklümpchen. Auf den ersten Bogen werden drei normale Papierbogen gegautscht, dann wieder ein Sukinagashishi. Auf diese Weise werden die Strukturen der farbigen Papiere auf die anderen Bogen übertragen. Vor dem Pressen muss der Stapel 24 Stunden lang ruhen. Erst dann kann er leichtem Druck ausgesetzt werden, der während 6 bis 8 Stunden alle 2 Stunden verstärkt wird. Auch für diesen Arbeitsvorgang sind die kalten Wintermonate besser geeignet. An einem Tag werden 300 bis 500 Blatt Papier geschöpft, die übereinander liegen. Liegt der Stapel feucht in der sommerlichen Hitze Japans, wären das ideale Voraussetzungen für die Entstehung von Mikroben, die das Papier zersetzen könnten. Das macht auch ein Abziehen der einzelnen Papierbogen unmöglich. Die dünnen, starken Papierbogen werden nach dem Pressen voneinander getrennt und traditionell auf große Holztafeln aufgebürstet. Dabei werden nicht nur die schönen Strukturen des Holzes übertragen, es weicht auf, wenn das nasse Papier aufgebürstet wird und zieht sich ebenso beim Trocknen wieder zusammen. Hier vollziehen sich gleiche Bewegungen mit den Papierfasern. Die Tafeln werden zum Trocknen an die Sonne gestellt, das Papier nochmals gebleicht. Gegenwärtig ist es üblich, die Tafeln in einen Heißluftofen zu schieben, was Zeit und Arbeitsaufwand spart. Eine weitere neuzeitliche Methode sind geheizte Trockenwände und Tische aus Stahl. Die im Freien aufgestellten Holztafeln mit den leuchtend weißen Papieren sind nur noch selten auf den ländlichen Hügeln zu finden. Leider erzeugt ein zu schnelles, starres Trocknen auf den Stahlplatten auch ein Reißen der Papierbogen. Zum anderen verursachen Eisenpartikel, die sich ablagern können, durch Oxidieren an der Luft später braune Flecken auf dem Papier. Laut Zeitungsberichten gibt es heute noch ca. 500 bis 600 Papiermacher in Japan. Andere Quellen berichten von lediglich 30 Meistern,
die die traditionelle Form der Herstellung von Washi noch wirklich beherrschen und weitergeben könnten. In jedem Falle ist es ein vom Vergessen bedrohtes Handwerk, da es wenig lukrativ erscheint, was oft zur Folge hat, dass die traditionellen Vorgänge der Papierherstellung einem effektiveren Wege weichen müssen. Nicht nur werden Rohmaterialien mit dem Opfer hoher Qualitätsverluste aus dem Ausland eingeführt, auch wird zunehmend das Soketa von einer Maschine ersetzt, um endlos Papier herzustellen. Damit verschwinden die Büttenränder und linearen Wasserzeichen des Bambussieves auf dem Papier. Oder der Faserbrei wird mit Holzzellstoffmasse angereichert, wobei die relativ kurzen, matten, nicht transparenten Fasern des Holzes das Papier weniger strapazierfähig machen. Glanz und Transparenz werden eingebüßt. Es scheint, dass nur noch ein kleiner Schatten einstiger Tradition erhalten geblieben ist und die derzeitigen, allesamt hochbetagten Senseis nicht auf eine unmittelbare Nachfolgeschaft hoffen dürfen. Vielleicht kann die 1974 gegründete National Washi Equipment Preservation Society, die sich dem Austausch und der Ausbildung von Papiermachern in Japan verschrieben hat, dazu beitragen, dass die traditionelle Papiermacherkunst Japans nicht in Vergessenheit gerät.